Also der Stelle, wo der Bremse sitzt, wissen Sie. Sie müssen bloß lernen, mit Gefühl zu bremsen, sonst sehen Sie eines Tages mit dem Kopf durchs Fenster, der Ihnen der Scheibenwischer wie eine Haarklemme auf dem Scheitel setzt. Ja, ja, ich versuch's nochmal, nicht wahr? Ja, da ist bitte, aber mit Gefühl. Denken Sie an Ihre kleine Freundin, wenn Sie die streicheln. Ich habe keine kleine Freundin. Oh. Entschuldigung. Jetzt haben Sie aber so scharf gebremst. Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass da eine Ampel kommt. Die ist nämlich rot. Ja, aber jetzt ist doch gelb. Na, sie war aber rot. Und wir fahren bei grün weiter im ersten Gang. Wenn es keine zu großen Schwierigkeiten macht, meine ich. Was man sich alles merken muss. Nicht die Nerven verlieren, bei mir lernst du dümmsten. Dann habe ich ja noch Chancen. Ab morgen ein Eisbein weniger zum Mittagessen und dafür morgens den Kopfstand im Bett machen. Denn zirkuliert das Blut besser durch die Gehirnrinde und man vergisst nicht alles. Sehr interessant. Soll ich nicht lieber die Nebellampen einschalten? Lassen Sie mal, was wir sehen müssen, sehen wir. Da in den Kreisverkehr einordnen. Na, die zwiebeln mich aber ganz schön. Da können Sie mal sehen, wie es ist. Sonst sind Sie der Lehrer. Da müssen die anderen unter Ihnen leiden. Vorsicht! Eine Selbstmörderin. Ja. Die alte Dame möchte gern lebend nach Hause. Sie hat nämlich einen kleinen Goldfisch zu versorgen. Rüber. Gehen Sie doch rüber. Bitte gehen Sie nur weiter. Was soll ich jetzt machen? Die Dame weiß nicht, was sie will. Es bitte. War genau typisch richtig, Fußgänger, wie Sie sich verhalten haben. Auf die Bremse treten ist genau das Beste. Das ich ja trotzdem, getan. Bremse gebremst. Ist immer das gebremst Beste. Gebremst habe ich ja. Es macht mir so richtig Spaß. Ich glaube, Herr Knautschke, ich fahre schon viel besser als beim letzten Mal, nicht? Das können Sie doch nicht bestreiten, oder? Nee, Sie fangen bloß an, sich an Ihre Fehler zu gewöhnen. Ich mache Fehler? Also ich habe bis jetzt keinen Fehler mehr gemacht. Natürlich. Na und? Was denn? Ich sage na und. Na was, na und? Na grüner wird's nicht mehr. Ach so, Entschuldigung. Ach, schon wieder abgerollt. Na schaden. Ja. Na los doch. Na vorwärts. Na, Tempo, los. Ja. Also Mann, der Ladung umgekippt, der Benzinfass auf dem Fahrrad ist halb so ein großes Verkehrshindernis wie Sie. Doch, hallo, Herr Knautschke, lassen Sie mich doch nicht allein. Bitte, Herr Knautschke, wo gehen Sie denn hin? Den Verkehr regeln, sonst stehen wir heute Abend noch hier.